Tachchen, ihr Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Herzlich willkommen zu Kapschi, zweite Klappe. Ich habe mich für zwei Kleider entschieden, die für den Strand gedacht sind, aber ich habe mir bewusst zwei Kleider genommen, die man auch, oder ich würde sie problemlos draußen tragen. Könnte man auch draußen öffentlich dann benutzen, ist ja nur schade in der Badesaison. Gerade jetzt mit Krönchen, Popönchen, ist ja nicht alles so einfach, ne? Auch hier wundert euch nicht, ich werde mich nur mal oder möchte mich bei ganz vielen bedanken, die mir jedes Mal in den Videos die Daumen hoch gebt. Ich bedanke mich auch hier, wenn ihr einen Daumen nach oben gebt, aber ich drehe das ja immer bei Produktpräsentationen um, weil die Firma in dem Moment wirklich nichts dafür kann, wenn ich da sitze. Es gibt ja genug, die gegen mich schießen oder die gegen jeden Menschen auf der ganzen Welt irgendwie was haben. Die brauchen sich nur irgendjemand angucken. Die sind da immer ein bisschen furzquerig dabei. Danke an die Leute, die mich wirklich supporten, den Daumen hoch drücken. Egal, ob sie mal was daneben fanden von mir oder nicht, weil es wirklich unfair ist. Persönlichkeitsprobleme, die man mit mir eigentlich nur persönlich haben könnte und kann, dass die dann nicht umgesetzt werden in das Produkt. Weil wenn jemand wirklich vorbeischleudert und will sich Informationen holen, dann ist es fies und dann denkt man vielleicht, die Qualität ist schrottig, wenn man die Daumen sieht oder es ist doch nicht so passgenau. Dann lieber wirklich, wenn ihr mit einem Produkt in meinen Produktvorstellungen Probleme habt, dann lasst euch frei in den Kommentaren. Das ist eine Kritik, wenn ihr Erfahrungen gemacht habt, die negativ oder positiv sind, immer rein in die Kommentare. Aber dieses Verhältnis von der Bewertung passt dann einfach nicht fürs Produkt rein. Es tut mir leid, dass es so lange gedauert hat. Ich will immer nur den letzten aufklären, weil ich bei der ersten Bestellung schon festgestellt habe, dass die Größe M mir absolut passt. Und noch dazu finde ich es wirklich, ohne hier irgendeinen Stuss zu erzählen, finde ich es großartig, dass auch Übergrößen da wirklich Platz haben. Und wenn man sich die Seite auf Insta von Kapschi anguckt, dann ist es wirklich nicht so, dass man da nur diese genormten Modelmaße sieht, die man sonst aus der Werbung kennt, sondern wirklich Size Plus Models. Und das finde ich, dass es integriert wird, dass da gar nicht irgendwie selektiert wird zwischen dünn, mittel, etwas korpulenter. Es ist da wirklich total ausgeblendet und deswegen ist mir die Firma einfach auch so sympathisch. So, Schluss. Luft holen, jetzt geht's los. Ich werde die einzelnen Waren euch zeigen und natürlich dann auch wieder zusammenschneiden, damit ich mich jetzt hier nicht die ganze Zeit verrenne und wieder hinsetze, werde ich euch zeigen. Ich durfte mir, ich finde immer noch das Design total süß. Natürlich habe ich alles wieder in der M genommen, wie voriges Mal auch, und habe mich für diesen super schönen Badeanzug von außen erstmal entschieden. Wie er angezogen ist, weiß ich nicht. Auf dem Foto sah es ganz gut aus. Ich werde euch am Ende des Videos auch wieder meine Daten hinschreiben, damit ihr so ein bisschen abwägen könnt. Ich würde aber auch sagen, wenn jemand 70, 75 Kilo wiegt, würde ich auch sagen, eine M passt ganz gut, weil die Elastizität hier wirklich sehr stark ist. Also es ist nicht so, dass man das Gefühl hat, man kriegt seine Schulter nicht durch oder so. Aber ich zum Vergleichen werde ich es einfach reinschreiben. Ich werde heute mal, weil ich das vorher mal auch vergessen hatte, es ist 80% Nylon und 20% Spandex. Merkt man auch. Die sind super elastisch. Also liebe ich total. Was gut ist, man kann hier hinten die Gurtschneiden verstellen. Finde ich auch top. Weil nicht jeder hat ja den gleichen Körper. Und es muss auch nicht sein, dass die Brust dann irgendwie dort endet und man die Hälfte sieht. Und die Schultern hängen dann irgendwie wie so ein komischer Badeanzug runter. Mit dem Schleifen. Mit der Schleife fand ich das auch ganz süß und hier hinten der Gesäß- oder Po-Ausschnitt. Der war jetzt nicht zu übertrieben sexyhaft, sondern so eine normale Form fand ich ganz gut. Der Badeanzug, der gefällt mir richtig gut. Das sieht ja verschärft aus. Natürlich Nachteil, sage ich auch hier extrem, könnt ihr euch schon denken, ne? Wo wäre hier jetzt der Nachteil, wenn man so ein bisschen guckt, wenn man sich bräunen möchte? Hätte man unter Umständen ein schönes Farbmuster, aber ey, also man kann ja nicht immer makellos sein, ja.
wenn das dann mal wieder gewechselt wird und man mit einem anderen Teil am Strand liegt oder am See, falls wir uns nicht selbst beatmen müssen, irgendwann in der Zeit, dann ist das ja dann auch wieder verblasst. Richtig schön. Ein Zweiteiler fand ich wohl ist mir auch ganz süß. Das sind hier wieder diese Retro-60s Hosen, finde ich. Oder sage ich dazu netterweise, diese High-Waist-Hosen. diese High-Waist-Hosen. Und dazu ein passendes Oberteil. Wobei, wenn ich es jetzt angucke, mache ich mir ein bisschen Sorgen um meine Oberweite. Nicht, dass ich jetzt hier prahle, weil ich ein bisschen mehr hätte als ein anderer. Gibt bei weitem noch Frauen, die viel, viel mehr haben. Aber ich meine, so vom Verhältnis her wird das... Ja, obwohl, kann auch täuschen, ne? Man hat hier auch wieder regulierbare Trägerchen. Das könnte das Ganze dann auch wieder gut sitzend machen. Aber klar, mit zwei Teilern, sind wir mal ehrlich, springt man sowieso nicht vom Zehner oder macht da irgendwelche Hebefiguren im Wasser. Da, glaube ich, sitzt jedes Teil irgendwann an einer anderen Stelle. Aber ich fand das Karierte so süß. Fand ich richtig süß. Und das ist das High-Waist-Höschen von hinten. Eben gerade als Modelle für Frauen. Und ich schäme mich hier auch nicht. Ich habe euch gesagt, man könnte das Ganze auch so ein bisschen runterkrempeln. Naja gut, es sieht jetzt hier ein bisschen doof aus, aber wen interessiert das denn? Jetzt mal ehrlich. Also, wenn man mit seinem Bauch leichte Probleme hat, durch die Schwangerschaften oder durch Übergewicht oder durch Abnahmen. Manche Frauen, und ich verstehe es, fühlen sich einfach in ihrem Körper phasenweise nicht wohl und deswegen kann man das hier zum Kaschieren nehmen, macht man ja mit Make-up sonst auch und im Übrigen nicht nur wir Frauen, sondern viele Männer schminken sich ja auch schon irgendwelche Stellen schön oder so, dass sie sich hübsch finden, dass sie sich selber hübsch finden immer. Das wäre das Zweite. Ich wette mit euch, es ist wieder so einer, der von außen so lala und wenn man den anhat, dann gefällt er einem dann doch wieder. Wir haben hier auch ebenfalls 80% Nylon und 20% Spandex. Krass, das war das erste Produkt, wo ich wirklich dachte, dass die Oberweite niemals reinpasst. Aber durch diesen schönen Spandexstoff oder was auch immer, ist es dehnbar bis zum Gehtnichtmehr und wirklich fest dran. Ich habe hier nicht mal das Gefühl, wenn ich jetzt wirklich springen würde, dass mir hier was rausflutscht. Entschuldigung für die ordinäre Sache, aber es ist ja so ein Schutz. Das ist ein richtig schöner Ausschnitt. Den hier habe ich noch ohne. Jo, wollt ihr mal sehen? Kleine Kugel hier. Gottes Willen, ey. Aber jetzt nicht schwanger, ja. Aber ja, nicht, dass man hier so eine Gerüchteküche anbrennen lässt. Nee, finde ich super schön. Auch das, top. Jetzt wird Instagram geschossen. Ich hatte viel zu spät gesehen, dass die Rüschen hier so eingeklemmt waren. Ja, deswegen drehe ich das jetzt nochmal ab. Also ihr habt hier wirklich so ein super schönes Rüschenbändchen dran. Und so ist es dann richtig angezogen, ne? So, dann kommen wir zu den beiden letzten Modellen. Und das waren zwei Kleider. Ich habe mich, naja, ich kann selten bei Animal Print Muster vorbeigehen. Mir gefällt das total. Ich habe es mir deswegen ausgesucht, weil es ein bisschen länger ist. Der Stoff fühlt sich übrigens mega schwer und trotzdem weich an. So, jetzt gucke ich mal, was hier los ist. Das wäre 95% Rayon und 5% Spandex. Also klar, 100% Baumwolle ist irgendwie immer am schönsten vom Tragegefühl. Aber das ist richtig schön schwer und total weich. Ich komme mal näher ran. Das ist ein richtig schöner Stoff mit so leichten Riffelungen, seht ihr das? Und das sind ja auch meine Lieblingsoberteile, wenn man so Tops anhat, wo man so einen schönen, geschmeidigen, weichen Riffelstoff hat, der sich so anpasst, der nicht so labbert, der sich einfach schön im Körper anschmiegt. Hier war, glaube ich, auch zum Binden eine Accessoire-Schleife, aber auch das werdet ihr jetzt sehen. Das war ja das mit dem Animal Print, wie man stark sehen kann. Hab mir extra noch eine Sonnenbrille mitgebracht. Vielleicht sieht man da dieses Sonnenfeeling viel besser. Der Stoff, habe ich mir schon gedacht, der ist wirklich so richtig schön schwer. Also wenn ein Windstoß kommt, auf gar keinen Fall fliegt was hoch. Hier könnte man Schleifchen machen oder das Ganze einfach so runterhängen lassen oder... Ich überlege mal kurz hier drum. Nee, das sieht doof aus.
Hätte ja sein können. Ich probiere immer ganz gerne, wenn einem was zu tief liegt, kann man das wirklich per Knoten so verstellen, dass man jetzt hier nicht so einen Ausschnitt hätte. Ich drehe mich mal kurz zur Seite. Sind, wie gesagt, eigentlich nur Strandkleider, aber ich würde sie auch so anziehen. Man kann ja auch ein BH drunter tragen. Super, freut mich. Also passt auch. Ich gehe nochmal zurück, dass man auch, ich habe extra sogar Flipflops angezogen, so richtig passend, auch mit Animal Print. Komm nochmal näher ran, könnt da schön die Farbe sehen, den Stoff und ja, egal. Also hier sag ich mal, ihr habt hier echt sehr viel Spielraum, passt auch jemand rein, der sonst eine L trägt. Ja, das ist richtig schön. Richtig schön. Huch. Ey, jetzt war hier beinahe die Kante zu Ende vom Bett. Das wär's geworden, hätte da was zum Lachen gehabt. Aber ich kann's aber so zeigen. Richtig schön. Ja. Für Armani hat's nicht gereicht. Ne? Ironie off. Jeder, der es mitbekommen hat, versteht's. Aber für Capschi. Nö, also ich find's sehr, sehr schön. Vom Tragegefühl wirklich sehr, sehr schön. Und ihr wisst, ich hätte auch kein Problem zu sagen, die Brille ist dreckig, ne? Wenn es irgendwie kratzen würde, weil da bin ich ein sehr empfindlicher Mensch, bei kratzenden Stoffen. Das weiß spätestens meine Mom, die auch das Video gucken wird. Na, was sagst du, Mutti? Also meine Mama ist wirklich die härteste Kritikerin. Sie sagt auch, nee, Entschuldigung, sieht nicht so vorteilhaft aus, willst du nicht mal? Und du hast da einen Fleck und mach den mal bitte weg. Also ich kann mich hundertprozentig drauf verlassen. Nichtsdestotrotz hat sie mir mein Leben lang beigebracht, entfalte dich, trage das, was dir Spaß macht, trage das, in dem du dich wohlfühlst, auch wenn du ein Jahr später sagst, oh mein Gott, aber das ist hier nicht der Fall, ne? Also richtig schön. So, ich brauche irgendwie noch ein Foto. Ne, das sieht aus, als hätte ich keine Beine, das ist Schwachsinn. Ey. Ich hatte mir vorher mal eine Tunika ausgesucht, ebenfalls in Weiß. Und fand dann dieses Kleid dementsprechend auch sehr schön. Sieht sehr engelhaft aus. Total schön. Wartet mal. Hä? Was habe ich denn jetzt hier falsch? Moment. Ihr seht gerade die Rückenansicht. Entschuldigung. Also es ist ein weiter. Ihr könntet natürlich auch vorwärts anziehen. Dann wird es ein bisschen luftig, ja. Fühlt euch frei. Aber das kommt dann letztendlich um den Hals und ihr habt einen richtig schönen, breit ausgestellten Rücken. Die Kordel, weiß ich nicht, inwiefern die dann irgendwann wehtut. Gerade so im Sommer bei, ja, man verbrennt sich ja sehr schnell, sollte man natürlich nicht tun. Aber ich bedenke, dass hier immer ist so eine etwas härtere Kordel. Aber gut, jetzt muss man hier nicht kleinlich werden. Und ich finde den Schnitt auch richtig schön. So ein Sicht. Futter, also so einen doppelten Stoff als Sichtschutz, dass der Po und die Brust bedeckt ist. Ja, jetzt suche ich das Etikett, ebenfalls in der M gekauft. Guguk, Moment, hier ist es. Capschi, Größe M, 65% Rayon oder Rayon, 35% Polyester. Dieses gute Stück dürftet ihr dann anhängend jetzt sehen. Ey, na, die Nachbarn haben ihren Spaß, ey. Heute habe ich die Jalousie gar nicht runtergemacht. Ey, die Brille ist so verdreckt. Ich glaube, die ist vom letzten Schwimmen. Boah, ey, ein bisschen Sorgen habe ich jetzt aber schon, dass man was sieht. Muss ich mal in der Bearbeitung gucken. Also, ich werde es auf jeden Fall, soweit es geht, aua, nach oben. Ne, man kann es ja auch vorher einstellen. Oh, lala. Wenn ich überhaupt noch was sehe, das kann man schön hoch einstellen. Supi. Und dieser Schutz müsste drin sein. Ich hoffe, der Knoten sitzt. Oh. Ernsthaft jetzt? Ich würde es auch auf der Straße tragen. Ich mache mal die Brille ab, weil sonst kann ich mich ernsthaft nicht sehen. Ihr seht ja hier diesen Schutz. Ich habe mich zwar 5 Minuten blöd angestellt, ist aber meine Schuld, weil ich mit so einem Zweiteilern oftmals nicht klarkomme, wenn hier so ein Unterstoff drunter ist. Ich habe es die ganze Zeit falsch rum entwirrt, aber das ist ja süß. Auch mit dem Schlitz. Schön.
Das gefällt mir. Ich drehe mich mal wieder an allen Seiten oder nach allen Seiten. Rückenansicht. Oh ja. Aber schick. Also das finde ich Kategorie sexy, ne? Elegant, aber sexy, doch. Boah, ich liebe ja auch weiß. Also absolut. Weiß. Super schöner Kontrast. Ich gehe mal wieder nach hinten, damit ihr das Verhältnis seht, wie weit nach oben und nach unten. Also bis zu den Knöcheln. Ein richtig schönes Barfußkleid. Also wirklich so, wenn man am Strand so langläuft und das Wasser fühlen kann, finde ich total schön. Ich drehe mich nochmal hier. Jeder, der mich hier gegenüber anguckt, ey, ich lache mich tot. So, doch, das ist schön. Und ich habe einen Schlüppi an, bei jeder Anprobe. Aus hygienischen Gründen, falls was nicht passt, sage ich ja das immer. Und oben nichts. Also ihr seht, es ist wirklich komplett geschützt. Selbst wenn man hier den Arm hoch macht und sich bückt, oh, dann braucht man wirklich keine Angst zu haben, dass hier was rauskippt. Natürlich könnt ihr das Ganze noch so verstellen, wenn es jemand etwas sexyhafter tragen möchte, dass es noch weiter runterkommt. Fühlt euch nicht gezwungen, seht es einfach nur als. Es gibt schöne Varianten oder bewertet mich für euch, aber ich finde, dass wirklich sehr, sehr schöne Sachen dabei waren und freue mich. Bedanke mich an dieser Stelle bei Capschi zum zweiten Mal. Und ja, meine Daten kommen hier oder hier, nur damit ihr euch ein bisschen vergleichen könnt. Und alles Weitere steht in der Infobox, wenn ihr mögt, wenn ihr wollt. Alles ist verlinkt. Bis bald. Ciao, ciao. Und bleibt gesund, ne? Tschüssi.